Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nationalalter und bei Space Engineers. Ihr seht schon, ich habe mal zwischen den Folgen nochmal kurz hier Dinge rausgeholt, nämlich die Rampe repariert. Das hielt ich für recht sinnvoll, weil wir werden die ja irgendwann wieder brauchen, wenn wir den Panzer wieder rauffahren wollen. Wobei der Stand dafür gerade hier an der Stelle nicht so geil ist. Na, müssen wir mal gucken, wie wir das machen im Zweifelsfall. Mal gucken, vielleicht kriegen wir unten noch eine Rampe ran. Also hier so eine Blockrampe. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Gut, aber das ist jetzt erstmal nicht unser Hauptproblem. Eigentlich, was haben wir noch ein Hauptproblem? Kein Strom. Kein Strom ist tatsächlich ein Hauptproblem. Weil wir wollen ja nicht, dass wenn wir hier irgendwie die Biege machen, uns hier irgendwie dann, wie soll ich sagen, irgendwie das Schiff dann leer läuft. Ich weiß, ich hatte noch überlegt, ob wir irgendwie noch irgendwie was mit Drohnen und so machen, die wir da irgendwie anmontieren, aber ich muss ganz offen sagen, ist irgendwie auch gerade nach den letzten Malen wieder irgendwie viel rumgefahren und dann findest du die ganze Zeit nichts. Und ja, so langsam kann ich auch das Rot nicht mehr sehen. Insofern denke ich, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns erstmal wieder ein bisschen Pause vom Mars gönnen, zurück auf die Asteroidenstation fliegen. Da vielleicht noch den einen oder anderen Ausbau machen. Und dann schauen, wo uns die Reise landen verschlägt, weil, naja, wie soll ich sagen, irgendwann haben wir dann auch wieder die 300 am Start, ne? Das ist ja dann auch schon wieder so weit bald. Was ich auch irgendwie ein bisschen krass finde. So, jetzt haben wir auf jeden Fall da hinten noch die Dinger dran. Hier würde ich mal sagen, das da kommt mal alles weg. So, hier mal die Bushaltestelle weghauen. Das da kann eigentlich auch mal irgendwie ab ins Inventar. Inventory full. Apropos ab ins Inventar. Kann's wohl nicht. Aus Gründen. So, dann hauen wir das Zeug hier auch noch irgendwie in die Tonne. Komm her. Lass mich gefälligst ansägen. Ich weiß, du willst es doch auch. So, dann gucken wir mal, dass wir unseren Rover da irgendwie noch hochbekommen. Wird das funktionieren? Das könnte ein bisschen knapp werden. Um nicht zu sagen, das wird so unmöglich. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal auf etwas besseres Terrain zu bewegen. Mir fällt gerade auf, dass die Hinge da hinten verdammt schnell ist. Sollen wir ein bisschen langsamer drehen, das Ding. So, dann marschieren wir mal kurz zurück ins Cockpit. Achtung, verdammt, haha, zurück ins Cockpit. Da gibt es ein kleines Problem bei. Zurück ins Cockpit beißt sich im Moment so ein bisschen mit dem Problem, dass wir ja jetzt irgendwie angedockt sind und da jetzt auch nicht so wirklich rausfahren können. Wir schauen mal, was wir tun können. Fuel low. Ach, das ist auch schon wieder. So, dadurch, dass wir jetzt natürlich hier angedockt sind, hängen wir ein bisschen doof in der Luft rum. Gucken. Schaffen wir das vielleicht hier irgendwie mit den Gyros da uns hoch zu wuchteln, bremsen rückwärts?
Also, ich muss ganz offen sagen, ich glaube, ein großer Freund dieses Skripts werde ich auch nicht. So, die Frage ist, nee, so weit hoch mit Büro, ja. Ja, die Kontrolle von diesem Skript ist unglaublich gut. Nee, das funktioniert gar nicht. Moment mal gerade. Wir fixen hier gerade mal ganz kurz was. Oh oh. Fuel critical. So, das und noch ein paar Stahlplatten. Steel Plates. So, dann brauchen wir nochmal Hydro. Und können hier nochmal ein bisschen Müllwerkzeug abwerfen, das mal wieder entstanden ist. Ich weiß auch nicht warum und wie und wann. Das ist so an und für sich, wenn wir jetzt hier eh ein Loch reingeprügelt haben. Und ich habe noch überlegt, dass wir hier noch unten rein. Ich sehe halt mal wieder gar nichts. Warte mal, ich schalte mal kurz den Projektor ab. Das könnte helfen. So, und zwar. Mal ganz kurz gerade machen, damit ich was sehe. Genau, da, der kann weg. Da ist die Schräge da oben drauf. Da ist die Schräge da oben drauf. Ist das richtig? Nein, ist es. Doch, ist es. Und dann würde ich sagen, kommt hier noch ein Decoy rein. Habe ich hier noch irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, ihr seht kaum, ist die Aufnahme im Start, geht hier gleich wieder der große Hüster los. Das ist sehr nervig. So, Decoy-Blöcke, ich habe gerade keine Ahnung, wo die waren. Ich würde sagen, wir überschreiben einfach mal. Warten. Need Vent. Dann müssen wir wieder den Projektor anschalten. Und rollen dann hier nochmal schnell unseren kleinen Parkrempler aus. So, das sind auch noch zwei, drei Blöcke. Okay, hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. So, fertig. Und das hat da gefehlt. Warum? Wann? Okay, also wir haben festgestellt, daneben kommen wir nicht hoch. Nicht auf dem Weg, aber wir können ja noch was, ein bisschen was Durchgeknalltes machen. Ja, dieses Panzerskript ist unglaublich, unglaublich genau manchmal. Na gut, dann würde ich sagen, gilt mal wieder und bist du nicht willig. Wie war das nochmal? Ausrichten an der Gravitation war nicht G. T war es auch nicht. B. B war es, okay. So, wir schieben das Ding jetzt hier so lang hin.
bis das Spiel sagt, bis hier und nicht weiter. Das hat großartig funktioniert. Das ist ein bisschen gemein an der Stelle. Ich glaube, der Boden ist auch leicht abschüssig. Ja, so könnte das halbwegs funktionieren. So, und der restliche Rotz hier kann wieder weg. So, damit sollten wir eigentlich eine Auffahrmöglichkeit haben. Ist jetzt ein bisschen improvisiert natürlich, aber was soll's. Improvisation ist gut. Kann man im Spiel auch nicht oft genug machen. Ja. Das mit dem Funkenflug ist ganz normal. Lasst euch davon einfach nicht irritieren. Spiel, ich möchte gerne drehen. Rückwärtsgang. Weil dieses Skript so funktioniert, dass es die Räder rutschen lässt. Und ja, das hat mir jetzt an der Stelle natürlich richtig viel weitergeholfen. Seufz. Ich könnte mal versuchen, rückwärts aufzufahren. Vielleicht geht es besser. Ja, also es hat hier gerade irgendwie sehr viel. Wir fahren trotz dem Skript, nicht mit dem Skript. So, rückwärts gerade machen. Vorsichtig. Und hoch mit dem Ding. Jetzt rutscht er halt eben wieder wie so ein. Ja, ach, leck mich. Das funktioniert großartig. Auch das mit der Kette ist ein ganz prima Ding. Hätte besser funktioniert, wenn der Panzer nicht ständig sowas machen würde. Ganz ehrlich, das ist scheiße. Also ich sag mal, im Kampf hat er eigentlich ganz nett funktioniert, aber hier so dieses Detailnavigieren mit dem Ding geht halt mal echt. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Gar nicht. Vielleicht lasse ich ihn einfach da stehen und denke mir, leck mich doch. Auch wieder die Kategorie ist ein schönes Spielzeug, aber in der Praxis dann irgendwie vielleicht doch nur bedingt zu verwenden. Auch hier schon wieder, was da los ist. Ich, keine Ahnung, das sollte nicht so sein. Hinschlock ist an. Naja. Da haben irgendwie auch, hat irgendwie auch mit der Reihenfolge wieder richtig gut geklappt anscheinend. Ach, da oben, der hat wieder nicht geschaltet. Sehr geil. So, jetzt ist das wieder in Parkposition. Keine Ahnung, warum es das irgendwie zerlegt. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie beim Laden und Speichern gehen irgendwie Dinge schief. Kann ich mich natürlich auch irren, aber irgendwie, I don't know. So,
was mit dem da? Der ist wahrscheinlich auch falsch. Nö, der ist sogar zur Abwechslung richtig. Okay, das sieht prinzipiell ganz passend aus hier oben. So, das geht auch an und dann sollte das hier wieder alles fein sein. Ist das hier an? Ja. Ach ja, diese Geräusche, da freue ich mich auch sehr drüber. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Scheißding hier? Haben wir da jetzt noch irgendwie eine Chance, den da hochzukriegen, ohne dass er uns gleich wieder runterdüst? Vielleicht auf dem Weg. 3000 Blöcke später haben wir das Ding vielleicht auch mal wieder eingeladen. Und noch 25 Parkrempler obendrauf, natürlich nicht zu vergessen. So, damit können wir jetzt wenigstens rückwärts auffahren. Das könnte hoffentlich helfen. So, dankenswerterweise haben wir dafür sogar eine Kamera eingebaut. Na auf, komm. Wirst du ja wohl schaffen, oder? Jetzt schafft das. Nicht? Ach, komm. Das ist nicht gerade. Das ist schief. Und der rutscht wieder sonst wohin. Och, Minio. Das macht doch wieder mega Spaß. Ach, guck mal, wer den Outlook, der das Outlook schon wieder angelassen hat. Irgendwie auch so ein Evergreen irgendwie mittlerweile. Und mal gerade, ich mache hier mal schnell aus, sonst nervt es weiter. Dann spannende Mails darüber, wie ich gewisse Körperteile verlängern kann. Ich möchte jedes Mal zurückschreiben, wie noch länger seid ihr des Wahnsinns. Aber dann hast du ja deine E-Mail-Adresse bestätigt und dann machen sie ja gerade weiter mit der Scheiße. Also irgendwie auch doof. So, auf du jetzt. Jetzt fährst du mal da hoch, Kollege. Das muss jetzt irgendwann mal gehen. So, runter mit dem Hintern und jetzt fahren bitte. Auf. Nö. Ich halte rückwärts gedrückt, ne? Nur mal so. Ich halte rückwärts gedrückt und das Ding fährt halt irgendwie überall hin. So, können wir da jetzt bleiben, ja? Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt hier einfach bleiben und fahren? Oh Gott, ist diese Steuerung furchtbar. Dinge, die ich so nicht nochmal machen werde. Rückwärts, ich fahre rückwärts. Hallo, rückwärts. Also geht doch, meine Fresse nicht. So, jetzt drehen wir die Sau gerade. Naja. Siehst du das? Siehst du das? Das Ding straft mehr, als dass es fährt. Und jetzt rutscht er mir wieder weg. Ach, weißt du was? Dann halt nicht. Dann halt einfach nicht. Ich habe langsam echt die Schnauze voll. Sorry, ich bin heute wirklich ein bisschen genervt. Und das ist gerade das Letzte, was ich brauche, dass dieses fröhlichte Panzerskript hier irgendwie mittlerweile alles macht, nur nicht funktionieren. Ich meine, guck mal, seht ihr das jetzt auf der Tastatur nicht. Ich halte nach hinten fahren gedrückt und zwar durchgehend. Und was macht das Ding? Genau das nicht. So, letzter Versuch und es ist mir jetzt auch mittlerweile echt ein bisschen egal, ob dabei noch Sachen kaputt gehen oder nicht. So, du rollst da jetzt hoch.
So, Kerzen gerade mit ein bisschen Schwung, dass du das vielleicht irgendwie mal hinbekommst. So. Alles klar, das haben wir. Vorsichtig. Bah. Okay, er hat gelockt. Er hat irgendwie gelockt. So, das ganze Geschäft kommt jetzt natürlich auch von den ganzen Blöcken hier unten dran hängen. Die können jetzt weg. Ich merke, so Learning, falls ihr dieses Panzerskript verwenden wollt, versucht einfach nicht damit Rampen oder Hügel hochzufahren. Das ist nicht gut. So, gerade geht auch anders, aber schauen wir, was passiert, würde ich sagen. Der kann übrigens weg, weil da habe ich zwischen den Folgen das hier gemacht. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier hochfahren. Naja, irgendwie scheint das schon zu gehen. Hier wird es jetzt ein bisschen eng, hier wird es jetzt sehr eng. Ja, und dann hoffen wir mal, dass er den jetzt rauszieht. Tut er. Ja, das findet schon seinen Weg. So. Ich weiß, das sieht fantastisch aus. Egal, ich muss es nicht mehr lang sehen. So, dann nächster Schritt. Wir wollen schauen, dass wir hier irgendwie von dem Planeten runterkommen. Und die Frage ist, wo und wie machen wir das am besten? Erstmal kurz nachtanken. Huch. Was schießt da? Warum? Wo? Hallo? Was fand das gerade? Was hat da jetzt gesch... Hallo? Wer oder was schießt da? Bitte? Was zum Geier war das denn gerade? Hä? Okay, kannst du mir bitte erklären, auf was dieser dämliche Gatling-Turm gerade schießt und warum? Und warum er dabei den halben... Gut, warum er dabei den halben Rover zerstört, weiß ich. Weil er zu blöd zum Kacken ist. Entschuldigt bitte die Wortwahl. Aber also irgendwie gerade heute gibt sich das Spiel sehr, sehr viel Mühe, mir irgendwie in großen Mengen auf den Sack zu gehen. Hatte ich einen Projektor drin? Warte mal, wir schauen. Kein auf dem Grid, okay. Super. Das ist jetzt hier nur eine Riesenreparaturaktion, weil... Nee. So viel zum Thema. Wir machen noch ein paar Kleinigkeiten, dann sind wir raus hier. Ja, schön. Anscheinend nicht. Das Spiel sagt was anderes dazu. So, dann brauchen wir halt nochmal einen Projektor. Der kommt dann irgendwo hier in die Ecke. Haben wir dann einen guten Platz für? Da vielleicht. So, Kreuz nach oben, Strich nach vorn. Hat die von dem Ding überhaupt einen Blueprint? Das ist mal so eine ganz andere Frage. Kann mir mal jemand erklären, auf was der da bitte hinschießt? Ja, auf mich natürlich. Alter. Ist das... Ja.
vor. Okay, warum auch immer der an war. So, wo sind jetzt hier meine Body Location, die letzte? Da unten. So, was zum Geier ist hier vorne? Da ist nichts. Was? Der war doch gerade aus. Warum schießt das Ding in den Boden, obwohl es aus ist? Kannst du mir das bitte mal erklären? Was soll das denn? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel sich gerade denkt. Das ist auch mir ein mittelgroßes Faszinosum bis gigantischer Aufreger. So. Nur mal so. Nicht, dass hier irgendwie ein Kollege reinguckt und mich trollt. Also mittlerweile würde ich auch das durchaus als eine mögliche Option betrachten. Ist es aber leider auch nicht. So, jetzt schauen wir mal die Blueprints. Oh, das ist ja großartig. Stimmt, ich habe den nie 100% fertig gebaut und deswegen nie einen 100%igen Blueprint davon gezogen. Und jetzt hat er sich zerdellert. Ist das toll. Na gut, okay. Dann schätze ich mal, müssen wir das nochmal nachbauen. Das wird ein Träumchen. Problem ist nur, dass dazwischen... Okay. So, die ist wahrscheinlich hinüber. Die hängt ja nirgendwo mehr. Okay, weißt du was? Der ist aus. Der ist fucking aus. Warum schießt der? Da, Toggle Block off. Der kann nicht schießen. Die AI ist aus. Warum? Einfach warum? Und das Problem ist, es bringt auch gar nichts, hier jetzt irgendwas zu reparieren, weil dieser komische Turm, warum auch immer, kommt jetzt eh auf die Idee, wieder alles kaputt zu schießen. Also das ist gerade mega schräg. Vielleicht lade ich einfach mal das Spiel neu. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt und ja. Okay, kannst du mir erklären, wie du willst. Das hier ist totaler Wahnsinn, was hier abgeht. So, ich lasse zumindest jetzt einfach irgendwie nach oben gucken. Und dann drehen wir den da unten noch weg. So, und wenn der jetzt nochmal feuert, dann keine Ahnung. Dann wirklich absolut keine Ahnung. Super, das ganze Ding hier im Arsch, ey. Da krieg ich doch so viel. Oh.
Also ich sag, normalerweise bin ich ja echt schwer aus der Ruhe zu bringen, aber sowas Grenzdämliches, da wird es dann auch irgendwann mit meiner Geduld mal so ein bisschen knapp. Vor allem halt eben so out of no reason. Ich meine, rennt da irgendwas rum? Ich sehe nichts. Das sind vielleicht diese komischen Bots. Ich habe noch genug Wasserstoff. Nö, der hat hier halt einfach auch nur irgendwie in den Boden geschossen, ohne Sinn und Verstand. Was? Okay, da schießen sie irgendwie hin. Nö, da ist halt einfach nichts. Warum auch immer das Ding auf random Position schießt. Ich würde sagen, ich speichere das Spiel mal. Dann schauen wir mal, ob ein Reload irgendwie bei der Nummer hilft. Und ja, euch auf jeden Fall danke, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Tschüss.